Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute am Freitag. Welcher Mod zeige ich euch heute? Ich zeige euch heute den Sports-Mod. Oder besser gesagt den Fußball-Mod in Minecraft, denn ich bin ja so Fußball interessiert. Ablöse 5 Euro. Nein, 7 Milliarden. 70 Millionen. 70 Millionen. Viel Spaß. Es wird hier direkt dunkel. Nochmal hier Timeset. Immer auf Fußballstadion Feeling ist hier. So. Ihr seht, ich bin schon in der Map. Ich bin jetzt auf Fußball-Map gedownloadet. Dann, das wäre ein bisschen doof, wenn ich hier was mit Fußball zeige und ich habe dann nur eine Basketball-Map. Das würde dich so gut passen, oder? Ich glaube, ich weiß, was das Stadion ist. Ist das vielleicht von Feyenoord Rotterdam, das Stadion? Den Link zum Stadion findet ihr dann in der Videobeschreibung. Müssen wir da ganz unten gucken. Wie werde ich dann hinpacken? Und ne, ganz oben. Ganz oben. Unter Forge, wie das dann stehen. Als erstes zeige ich euch, wie einen Fußball craftet. Das geht so. Fäden darüber. Jetzt hier ein Leder und wir kriegen einen Football raus. Jetzt hier noch ein Faden und ein Leder und ich kriege einen Football-Dorf raus. Und das wollen wir jetzt hier weg und wir brauchen auch. Und es wird jetzt dunkel, so richtig Champions League. Nein, Spaß. Wir können jetzt den platzieren. Und das ist der offizielle EM-Ball von 2008. Sieht so aus und wir jetzt einfach mit W dagegen laufen. Dann können wir den spielen. Wenn wir jetzt W drücken und dann K, dann sprinten wir so richtig extrem. Und unten links sieht hier so eine blaue Anzeige, die dann runtergeht. Das ist so eine Ausdaueranzeige, wie es bei FIFA ist. Gibt es hier auch eingebaut. Ja gut. Es wird ein bisschen dunkel. Obwohl, lassen wir einfach mal. Mit W und K kann ich dann so sprinten. Gut. Hier haben wir den Fußball. Und wenn wir jetzt W und jetzt L drücken, dann passen wir den Ball. Und schießen. Mit M passen wir. Guck mal, richtig zu zaubern jetzt hier so. Guck mal, jetzt hier, ich springe richtig so an. Man trägt jetzt hier. Boah. Und jetzt zum Beispiel mit L. Dann schaffen wir so ein Tor des Jahres. Und. Boah. Jawohl, der ist da drin, ui. Lass ich so ausholen. So. Und jetzt haben wir diese Torwart Gloves und das sieht jetzt richtig geil aus. Ich mache gerade den Torwart mal hier raus. Was mache ich da mit meinen Füßen? Sieht auf jeden Fall nicht gerade. Ich stehe ein bisschen schief, oder? Keine Ahnung. Wir nehmen jetzt die Flasche schon und sieht dann geil aus. Wenn wir jetzt Rechtsklick drücken, dann. Wie so ein echter Torhüter. Und ja, ihr seht, wenn wir jetzt auf den Ball rechtsklicken, dann können wir den Ball nehmen und jetzt gut mit L einen Abschlag machen. Dann so aus, so einen Arm aufbreiten, zum Beispiel nach oben und nach unten, so richtig so. Ja, mir kommt jemand vorbei. Ich mache jetzt zum Beispiel so, mit Traffic den Ball aufnehmen. Ach, diese benannte WhatsApp. Und jetzt haben wir den Ball hier, so wie so ein echter Keeper, so, yay. Ich will mal ein neuer. Und, ja, komm, wir machen zwar ein ganz Screenshot jetzt hier. So. Hier kriegt ein Tor, und jetzt hier ist ein guter Screenshot. Bis zum nächsten Mal, ihr seht, das ist echt extrem spät. Jetzt zum Beispiel jetzt hier die J drücken. L, dann Abschlag und dann, das können wir zum Beispiel jetzt hier das Torwartspiel revolutionieren und einfach Handspiel machen. Und wir jetzt auch hier so einen Abstoß machen. So und jetzt können wir den Ball jetzt hier so nehmen. Und ich will auch jetzt einfach so hier so einen riesen Abschlag so. Also jetzt manchmal backt das. Richtig schon Abstoß jetzt hier.
So. Mal so ein schöner Schlag jetzt hier, komm. Das meine Hand wird jetzt hier so richtig schön. Dann rumgucken, dann fliege ich auch weiter, wie es richtig schön jetzt hier so. Alles klar. Lieber Zuschauer, hier, du kriegst einen Ball. Ich glaube, es gibt doch ein bisschen Ecke. Naja, können wir jetzt zum schönen Ecke ausführen jetzt hier. Ich glaube nicht, dass es das schon vom Rad unter Damm ist. Jetzt hier zum Beispiel, jetzt können wir hier diese Ball hinlegen. Ach, das schlecht. Ach, komm, nehmen wir einfach jetzt hier so den Ball mal hier hin jetzt hier. Blablabla. Da trägst du hier wie von Anino. Da kann man den Ecke. Das ist cool. Zum Beispiel jetzt so eine richtig schöne jetzt hier, so eine hohe Flanke. Boah! Da hinten muss jetzt jemand stehen, so ein Villager, und der muss ihn jetzt Volley nehmen. Das wird geil sein. In Torhandschuhen kann man auch nicht so, haben wir irgendwie Langsamkeit oder so drauf. Glaube ich denn das. Oh, jetzt. Wir haben Ball weggeschossen. Ja, gut. Wir können jetzt hier so einen Einwurf machen. So. Und jetzt hier so eine Direktabnahme. Oh! Ach! Der geht ja weit am Tor vorbei. Ja, kurz vor das Meterschießen zum Beispiel hier. Und ich kann das richtig gut mit eurem. In die Tribüne. Aber wir. Könnt ihr zum Beispiel mit euren Freunden spielen, Weiter geht er ins Tor und die können ein paar Meter drauf schießen oder so, ne? So, dann kurz mal den Ball jetzt hier ab. Ball abwägen, habe ich gesagt. So. Oder wir können auch zum Beispiel jetzt J drücken, dann droppt der Ball, dann können wir einfach hier auf den F4-Punkt legen, das ist glaube ich die bessere Variante. So, hier ist richtig schön und jetzt anspannungslos. Wieder den F4 wieder verwandeln! Das war extrem schlecht. Das war ja extrem schlecht. Nochmal. Komm, hier, wieder schaffen. In dem 3-4 Schritte Anlauf. Läuft an und. Legt ab für einen Abwehrspieler, der ihn dann zum Torwart spielen kann. Aber was ist jetzt los? So, und Fernschuss. Auf die Tribüne, oder? Nee, Abstoß. Schade. Hätte ja ein Tor landen können, oder Leute? Also ich bin richtig total Fußball gehört. Hier sieht man ja auch, wenn so Ronaldinho. Nein, ich mag Fußball. Fußball ist geil. So, wir machen jetzt richtig schön jetzt hier so. Ups. Oh, mit. So, den Ball aus dem Tor nehmen, jetzt hier richtig schön Abstoß. Oder auch nicht. Ich will jetzt mal ein bisschen kontern jetzt hier. Komm, Konterfußball. Oh. Und hinterher. Der kann den Ball nicht unter Kontrolle kriegen. Wo ist der Ball? Wir sind passen jetzt hier so ein bisschen nach vorne so. Oh. Und jetzt sind wir bereit zum Schuss. Wir setzen mit einem Außenriss jetzt hier. Buh! Ja. Weil jetzt und jetzt hier so ein fetten Abschluss jetzt hier. So. Ich verwechsel ganz halt mit mit J. Für den Abschluss jetzt hier und jetzt hier so. Kann jetzt hier so ein Dingens nehmen, jetzt ein bisschen K drücken und jetzt. Geht ab hier. Schnelligkeit. Wow. Ja, schneller als alles andere der Welt. Also ist ein richtig geiler Mod. Also es gibt ja noch ein paar andere Leute, zum Beispiel Basketball, Tennis, Baseball, Golf, halt, ne? Das stelle ich ja vielleicht mal ein extra Video vor. Ja, ich kriege den gerade mal hier auf den Luft für Fußball. Oh, was macht. Oh, Handspiel, da am Spiel. Hier viel der Anschlusspunkt. Kopfball. Upsala, wo ist er? Und hier so. Freistoß. Ich habe ihn aufgenommen. Und jetzt hier so.
Ah, oh, der wird immer länger. Oh, der ist drin. Oh. Und ja, ich finde irgendwie eine komische Partie Fußball jetzt irgendwie hier. Es hat einfach extrem viel Spaß. Oh. Jetzt können wir so einen wunderschönen Freistoß ausführen. Kurz, wir jetzt richtig schön jetzt hier so zum Tor drehen und jetzt hier so einen schönen Anlauf und. Ey, und da geht natürlich in die Mauer kommen. Noch voller Linie. Aber hat ihn jetzt hier. Und da geht er ab. Spring noch dabei. Er liegt ihn ab. Und da ist er da! Und da trifft er! Yay! Also, ich empfehle euch diese Mod. Auch für alle die, die keinen Fußball mögen. Es gibt ja auch hier noch Basketball oder so. Also, aber wer Fußball nicht mag, der ist wie so falsch auf der Welt. Was? Ich bin wieder feindlich hier gegenüber Fußballhasser. Was ultra unsympathisch bin. Und den nehmen wir jetzt hier mit dem Außenriss. Oh, der geht ja weiter neben. Komm, kriegen wir noch. Ah. So, kein Eckball. Also ihr seht, also man läuft auch langsamer, wenn man hier die Fußballschuhe hat. Also fliegen zumindest. Also ihr seht, oh, total lahm und jetzt ganz normal wieder. Ja, guck mal, jetzt hier so. Jetzt zum Beispiel jetzt mal hier so einen Strafraumschuss machen. Wow. Ich bin aus N5-Sicht und ich stehe immer so komisch kackelig. Und ist er da? Dann muss er sein! Und er trifft die Latte! Er trifft von hier die Latte. Das ist extrem schlecht. Aber Leute, ich will es auch mal sagen, das wäre jetzt mal von der Mod-Vorstellung gewesen. Wir sind schon bei 12 Minuten in der RAW-Datei. Und wir tragen den Ball ins Netz. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Wertung da. Abonnieren nicht ver. Oh. What the hell? Oh, ein Schuss noch hier, von ganz hinten hier. Wird er schaffen? Wahrscheinlich nicht. Oh! Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut! Komm schon! Ach, da ist jetzt nur der Stürmer da und der Verspieler. Trifft das Tor nicht. Aber okay. Wenn euch das Video gefallen hat, ich muss jetzt ein Straßenkicken machen. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann eine positive Wertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.